Es ist das erste Spiel für Antonio Foti nach der Unterzeichnung seines Profivertrags. Halb Europa soll nach dem Top-Talent aus Zypern seine Fühler ausgestreckt haben, doch der 18-Jährige entschied sich für die Frankfurter Eintracht. Zunächst einmal spielt der Mittelfeldregisseur aber weiter für die U19. In 10 Spielen der A-Junioren Bundesliga Süd hat Foti bereits 5-mal getroffen und 4 weitere Treffer vorbereitet. Im Testspiel beim 1. FC Erlensee geht es vor allem darum, Spielpraxis zu sammeln vor dem Pflichtspielauftakt im Februar. Die Eintracht in Rot beginnt dominant, die erste Möglichkeit jedoch hat der Hessenligist. Die Flanke findet in der Mitte Sören Reich. Erstes Ausrufezeichen der Gastgeber. Es dauert allerdings auch nicht lange, bis die Eintracht erstmals im gegnerischen 16er auftaucht. Erster Abschluss von Antonio Foti. Im Laufe der Anfangsviertelstunde schafft es Frankfurt jetzt immer häufiger, in die gefährlichen Zonen zu kommen. Aber noch stellen sich Christian Scheller und seine Vorderleute in den Weg. Klasse Parade des jungen Keepers. Gefährlich wird es vor allem immer dann, wenn die Eintracht über die linke Seite kommt. Die Flanke sehr weit getreten und dann gibt es plötzlich einen Aufschrei. Handelfmeter fordert die SGE und das sieht der Schiedsrichter genauso. Es ist in der Wiederholung nur schwer zu erkennen, aber tatsächlich war da ein ausgestreckter Arm am Ball. Deshalb geht diese Entscheidung auch in Ordnung. Damit die große Möglichkeit für Ignacio Julia, die Eintracht hier in Führung zu bringen. Und die nutzt er auch, wenn auch mit etwas Glück. Der Ball ist nicht besonders hart getreten, deshalb ist Scheller auch dran mit den Fingerspitzen. Kann den aber nicht mehr um den Pfosten lenken. Und die Adler wollen direkt nachlegen. Der Ball läuft hier sehr präzise durch die Frankfurter Reihen. Klasse Solo von Ignacio Julia. Nur der Querbalken steht noch im Weg. Nach einer guten halben Stunde wagt sich dann auch mal wieder der FC Erlensee nach vorne. Feines Zuspiel auf Ole Traxel. Der kann den Ball im 16er behaupten und findet in der Mitte Hamid Kani. Der Ausgleich! Ein wenig aus dem Nichts, dieses 1:1. Und dennoch ist es wunderschön herausgespielt. Die Vorarbeit von Draxel ist klasse. Und dann hat Arian Hamid Kani leichtes Spiel. Wie reagiert die Eintracht auf diesen Gegentreffer? Es dauert nicht lange, bis sie eine Antwort finden. Aber erneut steht das Aluminium im Weg. Der Druck der Gäste wird jetzt immer größer. Foulspiel im Strafraum und wieder gibt es Elfmeter. Die Proteste von Erlensee halten sich auch im Rahmen. Der Kontakt unten klar zu sehen. Folgerichtig ist auch diese Entscheidung absolut korrekt. Diesmal darf sich Josie Nathaniel vom Punkt probieren. Und der macht das sehr souverän. Die Eintracht führt wieder. Der gerade einmal 17-Jährige spielt seit 2013 in der Frankfurter Jugend, seit letztem Sommer bereits in der U19. Und auch an der nächsten Szene ist Nathaniel beteiligt. Die Hereingabe landet über Umwege bei Lune und der zwingt Scheller zu einem überragenden Reflex. Erlensee tut sich jetzt sehr schwer damit, Entlastungsangriffe zu fahren. Hinzu kommen immer wieder starke technische Einzelleistungen von der Eintracht. Habrit Grota mit einem Zaubertor. In solchen Szenen zeigt sich immer wieder die ganze Arbeit, die im Frankfurter Nachwuchsbereich steckt. Scheller ist diesmal völlig machtlos. Von da an scheint der Bann ein wenig gebrochen bei den Gastgebern. Die SGE hat jetzt deutlich mehr Freiräume und traut sich auch mal aus der Distanz abzuziehen. Zum dritten Mal Aluminiumpech. Insgesamt spielt sich die Eintracht in einen regelrechten Rausch. Das 4:1. Torschütze ist erneut Josien Nathaniel. Genau wegen solcher individuellen Klasse spielt Frankfurt eine gute Rolle in der U19-Bundesliga. Aktuell steht die Mannschaft von Jürgen Kramny auf Platz 8, hat aber noch Kontakt zu den Spitzenplätzen. Auch in der Schlussphase bleibt das Bild unverändert. Zum vierten Mal steht das Aluminium im Weg. Das Ergebnis hätte längst höher ausfallen können.
Aber daran schraubt die Eintracht noch. Wieder kann sich Nathaniel da durchsetzen. Dann ein trockener Abschluss. 5-1. Die Partie ist endgültig entschieden. Für Nathaniel ist es der erste Dreierpack in der U19. Der 17-Jährige erwischt einen absoluten Sahnetag. Und auch die letzte Szene gehört nochmal den Gästen. Starkes Solo von Foti. Und in der Mitte steht Ignacio Julia wieder goldrichtig. Damit ist nach 90 Minuten das halbe Dutzend voll. Die Eintracht dreht vor allem in der letzten halben Stunde mächtig auf und gewinnt den ersten Test 2022 mehr als souverän. Die Stimmen der Trainer zu diesem torreichen Testspiel. Ja, wir wollten einfach in den Rhythmus kommen. Ne? Wir hatten jetzt lange kein Spiel und Testspiel ist immer dann besser wie eine Trainingseinheit. Wir konnten gute Einsatzzeiten verteilen und ja, dann ist ja klar, dass man in so einem Spiel natürlich auch viel Ballkontakte hat. Das war wichtig für die Jungs und wir haben 6 Tore schön rausgespielt. Dementsprechend war das ein sehr, sehr guter Test für uns. Ja, auf jeden Fall. Also spielt man nicht jeden Tag gegen ein Bundesliga-Nachwuchsteam und auch in der aktuellen Situation muss man ja froh sein, dass man Woche für Woche auch spielen darf und dementsprechend war das auch schon ein Highlight und wie ich schon gesagt habe, hoffentlich auch lehrreich und auch mit einer gewissen Entwicklung, dass man ein paar Dinge auch für sich mitnimmt. In knapp 4 Wochen geht es dann wieder los in der A-Junioren-Bundesliga. Zum Auftakt geht es für die Eintracht gegen Hessen-Kassel.